Nissan Just wurde 1876 im Städtchen Jikau geboren. Schon in seiner Jugend war er für seine klangvolle Stimme bekannt und fungierte am Schabbat und an den Feiertagen als Chazan, als Vorbeter in der Synagoge seiner Heimatstadt. Man erzählt, dass der Wischnitzer Rebbe Israel Hager den Chazan Just bei einem seiner Besucher in Chicago vorbeten hörte und völlig begeistert war. Er bat Just, nach Wischnitz umzuziehen, was dieser auch tat. Schon bald wurde er zum Hauptkantor der örtlichen Synagoge und begann, für die Gebetstexte seine eigenen Melodien zu komponieren. Seine Werke galten als außerordentlich rührend und sogar Juden aus anderen Orten besuchten die Wischnitzer Synagoge, um dort die dortigen Melodien zu hören. Mit der Eroberung Ungarns durch die Nationalsozialisten wurde Nissan Just zusammen mit allen anderen Juden des Städtchens ins Ghetto gebracht und von dort mit ihnen zusammen in die Vernichtung. Überlebende erzählen, wenn die Wischnitzer Melodien im Lager erklangen, belebten sich die Seelen der Juden inmitten dieser grauenvollen Hölle für einen kurzen Augenblick. Sie hören nun eine der bekannten Melodien der Wischnitzer Chassidim.